Seit ich ein Kind bin, bin ich in den Bergen unterwegs. Und das ist auch die, irgendwo der Punkt, wo ich meine Energie für das restliche Jahr herbekomme. Dadurch, dass ich eben schon so lange in den Bergen unterwegs bin, habe ich auch persönlich in erster Hand wirklich die Veränderungen wahrgenommen. Also das geht vom Rückgang der Gletscher, das geht über rutschende Hänge. Es ist wirklich beängstigend. Gerade jetzt vor kurzem mit den Überschwemmungen in Norddeutschland und Belgien wird wirklich jeder und jede begriffen haben, dass wir schon längst mittendrin sind. Ich bekomme meine Energie aus den Bergen und irgendwie möchte ich auch was zurückgeben. Und habe den Plan für meine erste Einzelausstellung geschmiedet und habe dann den gesamten Gewinn davon an eine Umweltschutz-NGO gespendet. Wie es der Zufall so wollte, bin ich bei der gleichen NGO dann später auch selbst aktiv geworden. Als NGO versuchen wir einerseits in Form von Workshops an Schulen zu gehen. Und wir haben ein super Projekt, wo wir immer mit Wintersportlern durch Schulen fahren. Wenn dann irgendwie die frühere Freeride-Weltmeisterin vor den Kindern steht und denen was über Klimawandel erzählt, da hören die Kinder vor allem in einer Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jahren einfach ganz anders zu. Und so kann man auch wirklich was verändern. Also in Wirklichkeit kann ich nur jeden Menschen, also vor allem den großen CEOs dieser Welt raten, geht's in die Natur raus. Man muss sich nur umschauen, wie wunderschön es da ist. Also so ein Gletscher, das ist einfach was Unglaubliches. Und das sind einfach wirklich die Orte, für die es sich lohnt zu kämpfen und diese zu schützen mit allem, was irgendwie möglich ist. I'm Moritz Nachtstadt and I'm taking action for climate.